So, da sind wir wieder zurück in Minecraft, liebe Leute. Und wir starten einfach mal die Musik. Mit einer schönen Lufia-Musik. Die aber allerdings ein bisschen zu laut ist. Ich muss sie noch leiser machen. Sie ist auf jeden Fall lauter. Naja, jetzt ist er aus. Aber sie ist auf jeden Fall lauter als der Ingame-Sound. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Weil wir ja nun die Monster aushaben und da interessiert uns das nicht so sonderlich. So, wir waren dabei, hier dieses Fundament quasi zu errichten. Und ich bin am Überlegen, wie wir das dann weiterführen hier. Also erstmal schmelzen wir natürlich so ein paar Blöcke ein da hinten. Beziehungsweise wir brennen ein bisschen Lehm und machen daraus normale Ziegelsteine. Und gucken einfach mal. Ja, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben auch noch genug Kohle dabei. Wir könnten eigentlich noch mehr Öfen erstellen, wenn wir das wollten. So, ja, und eigentlich wollte ich zusammen mit dem Michael zocken. Den Michael kennt ihr auch, das ist der böse Löwe. Aber leider habe ich ihn heute Abend nicht mehr erreicht. Und deswegen werde ich ihn bei der nächsten Gelegenheit natürlich wieder mit reinnehmen mal. Weil wir uns auch so viel zu erzählen haben und sowas. Und ganz einfach, weil wir auch so viel Spaß hatten damals in den Aufnahmen. Das hat so richtig Bock gemacht. Ja, und es gibt Neuigkeiten. Also es gibt schon wieder einen Faker. Diesmal aber kein Gronkh-Faker, sondern ich nenne ihn den Fan-Faker. Weil er auf Kosten meiner Fans Unfug im, auf YouTube treibt. Und Unfug auf YouTube, das heißt so viel, dass er unter meine Videos Beleidigungen schreibt. Hä? Achso, dass er unter meine Videos Beleidigungen schreibt und sowas. Und das Problem dabei ist aber, der sieht demjenigen, der gefaked wird, also demjenigen, der quasi das Opfer von dem ist, sieht der Name verdammt ähnlich. Also beziehungsweise der Name ist gleich, zumindest der Nick an sich, aber wenn man sich da mal die Kanal-URL anguckt, dann ist die Kanal-URL nur ähnlich. Und der macht jetzt auf Kosten meiner Fans, treibt er halt viel Unfug und ja, das ist dann auch schon das ganze Problem und ich bin da wieder drauf aufmerksam gemacht worden. Natürlich von demjenigen, der mich immer darauf aufmerksam macht, dem JoBetaTube, den ich übrigens demnächst auch mal wegen Reborn anschreiben muss. Geht ja Anfang August mit, los mit dem Projekt. Das wird sich dann auch so ein bisschen über den Sommer ziehen und dann werden wir mal gucken. Ach so, Leute. Wisst ihr jetzt, warum ich mir jetzt nur den Pfeil reinpacke und warum ich alles andere rauspacke? Das hat einen speziellen Grund. Wir wollen hier so ein bisschen die Gegend begradigen und das kriegen wir alles mit einem einzigen Pfeil hin und ja, ihr habt es mit Sicherheit schon am Anfang dieser Folge gesehen. Ich zeige es euch mal. Brush. Puh, warte mal. Warte mal, Help war das, ne? Help. Warte mal, machen wir Doppelstrich, Doppelslash Help. Ich habe jetzt gerade überhaupt keine Ahnung. So, wie war denn das nochmal? Brush. So, okay. Brush Help. Nee, Help Brush. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Das ist schon so lange her, dass ich die Singleplayer-Commands mal genutzt habe. Und irgendwie... Ach so, ah, da ist es doch. Smooth. So, Brush. Smooth. Okay, dann gucken wir nämlich mal. Ich glaube zwei. Und werden dann gleich auch mal in den Game Mode 1 schalten. So, dann können wir nämlich mal ein bisschen fliegen. Und vielleicht können wir das Ganze so ein bisschen anheben.
ist alles gar nicht so einfach. Warte mal. Brush Smooth 4. Passt doch. Ja, und ich habe nächste Woche ein bisschen Urlaub. Genau, wir wollten ja das Ganze hier so ein bisschen absenken. Ja, so eine schöne quasi Insel draus machen. So. Ah! Warte mal. Undo. So. Das haben wir nämlich gerade verkackt hier. Und. Warte mal. Nehme gerade noch auf, Gecko. Komme später. Ja, mein Arbeitskollege, den ich auch schon mal gegrüßt habe, der damals mitten in der Aufnahme angerufen hat. Ihr könnt euch mit Sicherheit noch dran erinnern. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube. Paar Monate ist das jetzt her. 3, 4 Monate. Da hat er gerade frisch angefangen gehabt. Da war er noch Frischling. Ja, und jetzt mittlerweile sind wir halt keine Arbeitskollegen mehr. Aber ich gehe hin und wieder mal einen Kaffee da trinken. Habe ich mir auch verdient, weil ich bin ja ein netter Mensch. Und vor allen Dingen auch ein ehrlicher Mensch. Das hier werden wir hinterher noch wegmachen. Und dann werden wir mal gucken hier, dass wir das alles so ein bisschen begradigen. Ist gar nicht so einfach mit diesem Tool. So. So. Ho. So. Hohoho. Begradig das. So. Na, gar nicht so einfach hier. Ich würde gerne mal. Moment. Filler. Sand. 10. So, machen wir es hier nämlich genauso. Und, dann machen wir die Schlucht nämlich mal zu. So. Ah. Okay. Warte mal. Replace near 3 water sand. Ui. So, jetzt hängen wir fest. Na, wir kommen nicht mehr raus. Ach, gut. So, jetzt können wir das Ganze hier auch so ein bisschen begradigen, dass das auch ein bisschen schöner aussieht. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier mit Wasser füllen. Filler Water 20. So. Fix Water 30. Ah, 40 haben wir genommen. So. Ja, weil dann haben wir jetzt nämlich auch das Ganze richtig, denke ich mal. Gut, der See ist begradigt. Was wir jetzt noch machen werden, ist das Ganze hier so ein bisschen runter stellen. Das Schaf wird gleich tot sein, denke ich mal. So, und das ist ja auch das, was wir eigentlich vorhatten hier. Das Ganze auch so ein bisschen begradigen. Ich würde sagen, das können wir fast wegnehmen.
So. Das machen wir runter. Ich denke, das können wir fast so lassen. So. Ups. Ja, und in letzter Zeit bin ich echt so ein bisschen auch am Portal 2 spielen und sowas. Ist echt ein cooles Spiel. Hab da mit Sicherheit auch schon mal gespielt. Zumindest ein paar von euch. Wer es nicht kennt, also es ist ein hammergeiles Spiel. Ja, ist halt so gesehen ein Puzzlespiel, ne? Also ihr müsst halt gucken, dass ihr halt logisch denkt und sowas. Und ja, dementsprechend auch Aufgaben löst. Also quasi dann auch neue Räume freischaltet und sowas. Und ja, ist gar nicht so easy, wie es scheint. Ich wollte mal gerade gucken, ob das geht. Es geht tatsächlich. Kann ich den Berg noch mit formen, wie ich das möchte? So zum Beispiel. Der Baum verschwindet. Das ist ja cool eigentlich. Bloß ich kann halt mit diesem Tool nicht so wirklich umgehen. Deswegen ist das nicht ganz so einfach. Ja, hier sollte dann so die Grundplatte sein. Und das Ganze dann halt auch noch so ein bisschen schick aussehen lassen. Also hier ist dann die Grundplatte. Hier entsteht dann das Gebäude drauf und ich denke mal, das kann man so lassen erstmal, denke ich. So. Game Mode 0. So. Und die Pfeile, die packen wir jetzt erstmal wieder ins Inventar. Und wir gucken mal, dass wir uns vielleicht unsere Werkzeuge wieder schnappen. Schaufel, auch Schwert brauchen wir jetzt gerade nicht. Steinschaufel, Eisenaxt. Ja, nehmen wir das erstmal mit. Fackeln nehmen wir auch mit. Weil wir ja auch ein bisschen im Dunkeln arbeiten. Hier nehmen wir auch erstmal ein bisschen Lehm mit. Was wir auch noch mitnehmen können, ist hier die Kohle. Weil wir werden sicherlich noch einiges an Kohle brauchen. So, und haben auch schon wieder einige Stacks an normalen Ziegeln voll. Ja, und ich habe euch immer noch nicht gesagt, worum es in Project Reborn überhaupt geht. Und das wird auch wirklich noch so ein bisschen auf sich warten lassen, diese Ankündigung, worum es da überhaupt geht. Ihr werdet es früh genug noch erfahren. Aber erstmal bleibt es noch ein Geheimnis. Und da könnt ihr auch nichts dran rütteln. So, ja, wir können erstmal gucken, vielleicht können wir ja schon mal einen Teil mitnehmen und diese Ziegel vielleicht mal kombinieren. Wir haben schon Ziegelsteine, wir kombinieren einfach mal so ein paar Ziegel. Ich glaube, 9 brauchen wir gar nicht, ne? Nein. Ach, cool. Ja, und in letzter Zeit habe ich wirklich wenig zu Hause getan, quasi am PC. Es tut mir auch wirklich leid, wenn sich da irgendwer vernachlässigt gefühlt hat. Also es war keine böse Absicht oder sowas. Das hat halt einfach damit zu tun, dass das viel zu heiß draußen war. Und du wirklich nichts machen konntest. Funktionierte nicht. Na? Also es hat mir sogar RTL geschrieben und es hat mir die Zellische Zeitung geschrieben. Weil ich unter einem Beitrag kommentiert hatte, der hieß irgendwie das Hitzehaus bei RTL.
bei RTL Explosiv und da hatte dann RTL sich gemeldet gehabt von wegen, ja, wir haben ihren Kommentar gesehen, von wegen,